Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde in Schönsichtingen. Und heute mit Familie Ottomars und zwar den. Jetzt fällt mir sein Name nicht ein, okay. Moritz Ottomars mit seiner Frau der Vanessa und den drei Kindern Dominik, Diana und Dora. Und ja, ganz neu, Queenie Vagabund als Hund hier drin. Den haben wir quasi auch nochmal so. Ja, zu uns genommen. Mir fällt gerade so ein bisschen auf. Ich weiß auch nicht, warum es mir plötzlich so stört. Gut, schwarz gibt es leider nicht. Ich hätte die gerne irgendwie halt einfach dunkler gerade, weil die da unten schwarz sind. Oder die hätte ich heller machen können. Naja, egal. So. Ich weiß auch nicht, warum es mich gerade etwas stört. Guck mal, auf der Seite sind sie aber alle so und hier auch. Aha. Okay, auf den anderen beiden lasse ich sie so. Das soll es dann gewesen sein. So, dann gucken wir mal, wer ist denn momentan da? Die Kids sind alle in der Schule, auch Queenie ist auf Arbeit. Und Dominik hat die Grippe. Naja, gut. Dann Moritz ist da und Joe Moosmeyer. Ist das nicht ein Teenie? Müsste denn hier in der Schule sein? Moritz hat sein Platin-Level erreicht. Vanessa ist noch auf dem Weg irgendwie dahin. Sie wird in 2 Tagen auch noch zum Knacker. Sie ist momentan Notärztin. Und um 18 Uhr muss sie arbeiten. Wir haben genug Freunde. Wir haben eigentlich auch so hier genug mit ihr aufgebaut. Was ich gerade noch mal kurz gucken möchte, ist, habe ich hier eigentlich alles verwendet? Hier bei ihr nicht. Okay, dann noch einmal. Da. So. Und was ich mir jetzt auch nicht sicher bin, mal wieder, ob ich das hier gemacht habe, aber ich glaube, das habe ich alles rausgeholt. Okay. Nun gut. So, ihr könnt mal essen und euch hier schön und gut unterhalten. Ich gucke mal bei Moritz, was denn seine Bekanntschaften so machen. Okay, Penelope können wir ja nicht anrufen. Aber vielleicht können wir den Bruno Schuster anrufen. Keiner von meinen Sims. Aber okay, anrufen. Upsa. Oh, komm schon. Was ist denn los? Anrufen. Sim anrufen. Hallo, Maximilian Sander. Oh, wir bekommen die Post. Na gut. Jetzt muss ich nochmal gerade kurz gucken. Du hast, oh, wir kriegen dich bald in die Zone. Und doch, du hast noch die Kochkunst. Okay. Weißt du was, du kannst hier mal den Rest weglegen. Und hier kannst du, also das habe ich ihr doch schon gesagt. Ja komm, steh mal auf und räume alles weg hier. Oh, was war denn das eigentlich? Ach so, das war von den Eltern, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Das ist Wissenschaft und das ist Sport. Hatte ich das mit Moritz schon? Ah. Manchmal, also solche Dinge kann ich mir manchmal echt nicht merken. Das habe ich mir jetzt auch überhaupt nicht aufgeschrieben oder so. Kommt gefasst auf zu essen. Das ist okay. Pfannkuchen. Oh, hab ich ja Hunger. Leute, ich habe 2 Uhr nachts hier. Und ja, jetzt Pfannkuchen essen, ne? So viel dazu. So, wie viel haben wir denn? Wie viele Freundschaften? Ne? Genug. Okay, und dann rufen wir ihn an und der ist natürlich nicht zu Hause, wie immer. Ja, mit euch will ich dann gar nicht groß mich befreunden. Der nächste, den ich auch kenne, wäre Anton. Oh, Babsi Braun. Ach nee, die kann ich jetzt momentan auch nicht anrufen. Oh, ist ja blöd. Dann trainier. Geh mal hier Körper werfen. Was machst du? Bett machen? Ja, dann mach das Bett meinetwegen. Okay. Und du, meine Liebe? Guck mal, du willst auch Freundschaft mit der Queenie machen. Wie sieht es denn ansonsten mit Freundschaften aus? Wahrscheinlich nicht so rosig hier bei ihr. Sie ist ja ein NPC, der zu mir auch gekommen ist und deswegen kennt sie noch nicht so viele. Aber die Angie könntest du mal anrufen. Das sind eigentlich echt nur die Familienmitglieder hier. Und David. Und dieser Typ, den ich aber nicht kenne und die ist auch nicht keine von meinen. Oh,
Das ist schon doof, ja, irgendwie, ne? Ach, Mann. Dann ruf du mal Anton an. Vielleicht will er mehr mit dir reden. Spektralkatze von Adelheid. Da, hier, ruf den Anton an. Und plauder mal mit ihm dann einfach. So, du gehst Sport machen? Super. Maximilian räumt hoffentlich hier die Zeitung mal auf. Das wäre super nett. Vanessa bringt vielleicht diese Zeitung mal rein oder teillesen. Genau, Essen und Gastronomie. Das, dafür interessierst du dich doch. Und wenn du fertig bist, kannst du noch die Post holen. Ja? Mhm. Während dieser nervige Show hier gerade irgendwie tanzt oder so. Schon ein bisschen doof, oder? So. Mehr habe ich momentan hier wirklich nicht. Das ist schon krass. Ja. Das Zimmer da hinten ist übrigens auch ein bisschen so, ja, seit die Oma gestorben ist, ist das irgendwie so ein Überbleibsel von Raum geblieben, wo keiner drin wohnt. Na gut. Das könnten wir eigentlich mal abhängen, ne? Das ist nicht mehr so teeny-like, glaube ich. Können wir mal gucken. Wir können dir vielleicht noch irgendwas anderes hinhängen, was vielleicht irgendwie cool wäre. Ich wollte jetzt eine Pinnwand hinhängen. Nee, ich glaube, das muss es dann auch nicht sein. Was hätten wir denn da? Ich weiß gar nicht. Mag sie Sport oder mag sie lieber Tiere? Oder Ballett? Oder hier, das wäre auch Natur, ne? Oh, oder hier ein Jung. Passt das hin? Ja, prima. Das muss man sich einfach mal vorstellen, das ist irgendwie so ein Star und sie steht auf diesen Star halt einfach, ne? Und dann, jo, dann passt das dann schon wieder so ganz gut, glaube ich, hoffe ich. Okay, wie viel Uhr haben wir denn? 13 Uhr. Jetzt wird es aber Zeit, dass die Kids mal nach Hause kommen, damit mal ein bisschen was los ist. Ich weiß gar nicht, was Vanessa momentan macht. Ah, genau, Vanessa, du kannst... Was? Nein. Hast du das... Warum? Wir müssen doch Rechnungen bezahlen. Komisch. Naja gut, also Dominik, hallo, wo bist du? Wo bist du, Dominik? Da. Warum macht ihr immer hier eure Hausaufgaben hin? Aber schön. Grün, rot, blau. Echt toll. Und wir haben den Kalle mitgebracht. Oh, kommt. Schickt mal die alle nach Hause. Alle, komm. Schick sie alle weg. Und dann kannst du auf das Klo. Ich hoffe, dann kannst du es benutzen. So, Diana. Achso, ich dachte schon, wer ist denn das? Das ist meins. Die sehen irgendwie auch goldig aus zusammen, hm? So, Diana, du gehst erstmal baden hier und dann auch nochmal benutzen. Dann gucken wir... Oh, warum gehen die nicht? Die sind ja nervig hier. Jetzt muss er auch noch gucken. Irgendwie Spaß möchtest du haben, okay. Ich habe mit dir noch gar kein Blind Date. Oh. Erstes Date mit Penelope? Hatten wir mit... Und erstes Date mit Joe. Oh. Okay. Deswegen ist er wahrscheinlich noch da. Ach ja, da hatte ich ja so dieses versucht irgendwie. Georg ist momentan derjenige, der zwei Blitze hat. Hm. Naja, gut. Okay, Spaß bräuchtest du. Dann gucken wir doch mal. Körper, komm, dann geh mal eine Runde schwimmen. Quini geht's gerade total schlecht irgendwie. Voll Energie und Komfort. Könnt ihr beide bitte gehen, Vanessa? Vanessa, bitten zu gehen, alle. Komm. Ja, ist gut. Das sind Handtücher, die du da betrachtest. Schick ihn fort. Und alle überhaupt. Genau. Oh. So, dann kannst du das nochmal reparieren und... Upsala. Sag mal, was mach ich denn heute? Und dann kannst du noch ein bisschen, ja, mir fehlt gerade, ihr habt gar keinen, gar keinen,
Sessel oder irgend sowas da drin. Aber okay. So. Achso, nee, Queenie wird jetzt definitiv sich ihr gleich hinlegen und schlafen, ja. Naja, gut. Hattest du die Rechnung jetzt schon bezahlt gehabt? Ich habe doch nur gesagt, sie soll es holen, oder? Seltsam. Naja, gut. So, du gehst nochmal jetzt hier runter und versuchst jetzt doch nochmal jemanden anzurufen, mein Lieber. Das wäre ganz, ganz cool. Nehme ich diesen Bruno Schuster, damit du dich damit noch befreundest. Dominik spielt gerade irgendwie was hier. Okay, Dominik, wie wäre es, wenn du jetzt da einfach du fängst mal an, Hausaufgaben zu machen. Diana hat sich hingelegt und Dora, die muss noch Spaß gerade aufholen. Ja, okay. Fährt in einer Stunde. Oh. Da muss ich mal gucken, wie gut geht's dir? Eigentlich sehr gut. Und du darfst mal den Bruno anrufen, Moritz. Ja, er ist zu Hause. Ja, sie suchte jetzt gerade hier irgendwie den nächsten, den nächsten Stuhl oder so, ne? Also, na gut. So, er macht Hausaufgaben. Wenn ich jetzt wüsste, welche deine Hausaufgaben sind, würde ich sie hochbringen. Okay, die, warte. Ja, dann kannst du dich nämlich nochmal gerade an deinen Tisch setzen. Den finde ich so süß. Und kannst noch Hausaufgaben machen. Ja, den finde ich hier echt total goldig, dein Zimmerchen. Irgendwie voll liebevoll eingerichtet. Und ja, da macht es doch Hausaufgaben Spaß, oder? Vielleicht, manchmal. Na gut, Dora. Ja, Dora, super. Der Spaß ist aufgefüllt, dann gehst du mal auf die Toilette und danach hier Hausaufgaben. Moritz langweilt sich schon wieder, Moritz hat einen Urlaubstag genommen. Jo, ich glaube, das brauchen wir bei ihm im Grunde nicht zu machen. Was wünschst du dir denn eigentlich? Oh, mit Babsi anfreunden und mit Queenie. Nur gut, Queenie, die müssen wir erstmal ein bisschen ausschlafen lassen. Wobei ich auch nicht weiß, ob da vorne, ob das so bequem ist, ne? Aber es geht. Oh, es kommt aber jetzt ein anderer Hund und... Naja, gut. Vanessa, du gehst mal zur Arbeit. Und ich rufe die Babsi an. Wo ist sie denn? Ich weiß nämlich nicht, da ist sie. Babsi Braun. Ganz neu und ganz frisch ist sie ein Teenie geworden. Oh nein! Hallo? Das kann doch wohl nicht sein. Kann ich denn nichts dagegen machen? Verdammt. Oh, Queenie. Tommy begrüßen, Tier verjagen. Minus 19. Und das fangen die doch nochmal an. Komm, Moritz, komm mal raus und hilf ihr mal. Komm schon. Oh, wo rennt sie? Nein! Das Tier deines Sims ist weggelaufen. Hast du daran gedacht, ihm ein Halsband anzuziehen? Wenn ja, kann es sein, dass ein anderer Sim das Tier findet und zurück nach Hause bringt. Die sicherste Methode, ein verlorenes Tier wiederzufinden, ist jedoch auf das Telefon zu klicken und Tier als vermisst melden zu wählen. Klick auf das Tier, das du als vermisst melden möchtest und die Behörden werden alle Hebel in Bewegung setzen, um dein Tier zu finden. Oh oh, Queenie scheint von zu Hause weggelaufen zu sein. Du kannst das Telefon benutzen, um Queenie als vermisst zu melden. Mann, Tommy, hau ab! Du hast uns die Queenie abbauen lassen. Komm. Also Moment, ich möchte auf Moritz sein. Hier, verjagen. Komm. Das Tier ist daran schuld. Der denkt immer noch an Queenie. Ja, du hast die arme Queenie so geärgert. Hau ab. Genau. So. Wo muss ich denn? Ah, hier. Queenie vermisst melden. Das habe ich jetzt nur einmal, ein einziges Mal gehabt mit einer Katze. Und sie hat ja ein Halsband, ne? Das ist so dieses pink-rosane da.
Es tut mir leid, dass Quinny weggelaufen ist. Es ist einfach schrecklich, ein Tier zu verlieren. Vielleicht kommt Quinny ja bald von alleine zurück. Aber falls wir Quinny finden sollten, rufen wir dich sofort an. Oh, ich wollte jetzt ein bisschen mit ihr Freundschaft schließen. Och, wie doof ist das denn jetzt? Finde ich echt doof. Gut, danach rufst du nochmal entweder ihn an oder vielleicht haben wir jetzt Babsi. Ja doch, mit Babsi haben wir auch ein bisschen was gequatscht. Die Penelope, die rufst du noch an. Und, oh, habe ich gar nicht bemerkt. Du hast natürlich die Hausaufgaben fertig und Dora macht sie noch, aber Diana müsste fast auch schon fertig sein, ja. Okay, warte. Penelope, habe ich gesagt. Sie macht Musik hier oben. Na gut. Kreativität fehlt nur noch ein Punkt. Warum auch nicht? Dann schauen wir mal zu Dora runter. Die müsste gleich fertig sein. Dann dir fehlt auch ein bisschen Spaß. Wie wäre es mit Logik? Genau, du kannst hier ein bisschen üben. Und jetzt gucke ich mal, wie ihr Geschwister und euch untereinander versteht. Ah ja, mit Dominik. Hast du noch gar kein so tolles Verhältnis. Da würde ich dann gleich mal was machen. Genau, du kannst nochmal auf die Toilette gehen. Die Mandeln auch säubern. Geh mal los. Oh. Nein, kannst du nicht. Der will dich nicht sprechen. Wir warten auf einen Anruf, dass jemand Quinny findet. So, und dann kannst du nämlich mit Dora mitmachen und dann befreunden sie sich ja hoffentlich miteinander. Moritz, magst du schon ins Bett gehen? Oder weißt du, was du machen kannst? Du kannst mir das recyceln. Du kannst... Was haben wir? Den Kochkunstmagazin. Ach komm, wir räumen das mal auf. Das hier säubern wir. Oh, das müssen wir säubern. Das sah noch so voll aus. Das auch. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher. Wenn ich jetzt sage säubern. Das sieht doch noch voll aus. Oder ist das auch wirklich für die Katze, für den Hund ist das voll, oder? Ja, wir machen mal was Frisches rein. So, Dora und Dominik. Die können sich jetzt mal ein bisschen befreunden. Und Diana? Okay, die ist immer noch hier dran. Und weißt du was, Diana, du könntest jemanden anrufen. Jetzt muss ich überlegen, haben wir da oben auch ein Telefon? Nee, ne? Ich kann mich nicht erinnern. Dann komm da mal hier runter und ruf hier mal an. Und ja, ich guck mal, wen. Oh, guck mal, mit Ivers verträgst du dich. Wahnsinnig gut. Und genauso mit Xavier. Die beiden. Um die beiden wirst du dich mal irgendwie streiten. Und dann rufst du vielleicht den Wolf mal an. Ich muss mal kurz gucken. Gibt es noch mehr? Nee, okay. Was? Achso, nee, Halloween steht vor der Tour und so weiter. Nicht anziehen. Und dass er Vanessa eine Mitgliedskarte für ein geheimes Grundstück überreicht. Yay! Für welches auch immer. So, Wolf. Mit dir wollen wir noch ein bisschen mehr befreundet sein. Vielleicht schaffen wir da noch ein bisschen was. Ja. Was für ein Dings hat sie jetzt gekriegt? Wo sehe ich das? Oh, guck mal. Ja, Quinny ist weggelaufen. Was ist denn das? Achso, Paarberatung gelernt. Keine Ahnung, wie ich das anwende, aber... So, ich meine, das hat damals ja sowieso kein Mitglied, keines. Okay. Da weiß ich nicht. Also das haben wir zumindest auch. Kein Mitglied, keines und... Da haben wir es auch. Keine Ahnung, ob ich die schon hatte oder ob ich die jetzt gekriegt habe oder ab wann das eigentlich immer angezeigt wird. Das weiß ich gar nicht. Was machst du denn? Okay, dann Napf füllen, wenn Quinny nach Hause kommt, dass der Napf sofort wieder gefüllt ist. Auf beiden und dann, glaube ich, kannst du erstmal ins Bett gehen hier oben. Gehst du mal in Unterwäsche schlafen? Wir haben Sommer. Apropos, wir haben Sommer. Na gut, du läufst hier schon in Unterwäsche rum. Aber man könnte sich jetzt vielleicht mal ein bisschen umziehen, so der eine oder andere, ne? Okay, also er ist, glaube ich, voll mit seiner Logik. Ja, der ist voll. Oh, achso, nee, du hattest heute frei.
der Computer ist kaputt. Wie schaut's aus mit eurer Freundschaft? Oh Gott, das geht ziemlich langsam eigentlich. Ich lasse die noch ein bisschen sitzen. Das geht noch? Ja, es geht noch. So, und wenn du hier mal irgendwann fertig bist, hier vorne, dann kannst du mal hier mal Reste rausnehmen. So, meine Lieben, und ich, ja, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass mir gerne einen Kommentar hier und oder einen Daumen nach oben. Und wenn es dir gefallen hat, und lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Night Owl. Ciao, ciao.